Wenn jemand sagt, warum soll ich mich mit einem widersprüchlichen Buch beschäftigen, würde ich sagen, weil das die Lebendigkeit dieses Buches ausmacht und die Bibel ein sich selbst kommentierendes und sich sogar selbst interpretierendes Buch ist. Wo findest du das denn? In der ganzen Weltliteratur nicht. Das ist doch der Gag. Diese Ablehnung, es dürfe keine, oder diese Hoffnung, es dürfe keine Widersprüche geben, kommen doch aus unserem aufgeklärten, modernen Denken des 20. Jahrhunderts und ist obendrein auch noch naturwissenschaftlich. Was heißt denn Widersprüche? Ja, also, und im Gegenteil, da würde ich sagen, wir machen gerade die Widersprüche und gerade die Hinweise oder alles Mögliche, was wir nicht genau gesagt kriegen und wissen, das macht mir die Bibel gerade spannend.